Das ist eine Kodak Cartridge Kamera von 1900, genau. Und die Kamera habe ich gefunden bei eBay und die habe ich mir eigentlich zugelegt, um das Fotografieren oder das pure Fotografieren wie in anno 1900 einfach nochmal zu erleben. Der Ablauf ist so, ich baue die Kamera auf, wenn ich mein Motiv gefunden habe, richte sie ein, stelle über die Mattscheibe, die sich hinten in der Kamera befindet, mit einem Tuch über dem Kopf scharf, richte mein Bild ein. Danach wird die Mattscheibe herausgenommen, anstelle der Mattscheibe ein Filmhalter eingelegt, in dem sich der Film befindet. Dann messe ich die Belichtung, stelle das entsprechend an der Kamera ein und ziehe an der Filmkassette den Schieber und kann dann mein Bild machen. Das Besondere am Fotografieren mit solcher an der Kamera ist einfach das pure Erlebnis der Fotografie anno 1900. Die Kamera ist 121 Jahre alt. Das ist einfach der Charme der Kamera und das Nostalgieerlebnis.